So, hallo Leute und willkommen zurück zum Let's Play FCOX. Nun sind wir bereits auf dem Experten-Schwierigkeitsgrad angelangt. Ding, 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 ding. 3, 2, 1. You got a full four! To fire away! Also beim nächsten Schwierigkeitsgrad solltet ihr an eurer Stelle nicht herumtrödeln. Denn da müsstet ihr schon richtig Vollgas geben. Ohne einmal gebremst zu haben. 3, 2, 1. Three, two, one.
Das war jetzt etwas dümmlicher angestellt. Nicht nur, weil ich am ersten Versuch hinuntergefallen bin, sondern auch schlecht gefahren bin. 3, 2, 1. Nur schade, dass ich den zweiten Stern nicht verdient habe, weil ich habe ihn ja das größte Teil beschädigt und nicht der Konkurrent. You got Bull Power! Ach, das war schon relativ viel besser. Nun kommen wir zum Big Blue. Thank you.
3, 2, 1. Also das war jetzt mehr als nur unnötig. Ich habe keinen Grund gesehen, weshalb er jetzt rausfliegen muss. You got booster! Da muss ich mich wirklich bei euch entschuldigen. Wow! Jetzt bleibt er zwischen diesem Raumschiff und am Rand hängen. Ding, 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 ding. 3, 2, 1. Ich dachte, ich hätte dafür jetzt einen Stern bekommen und dürfte weiter rasen, aber nein, ich wurde abgebremst. Ja, komm, schubs mich. Also mit gesamten mein Check-up war ich jetzt nicht so zufrieden, weil diese Fates einfach unnötig waren.
Und das habt ihr ja selber gesehen. Nur weil ich jetzt den Winkel nicht perfekt angepasst habe oder halt zu schnell war. Das kann ich ja nicht wirklich nachvollziehen. Und dann am Ende ist einfach nur noch dahin geklatscht. Da habe ich einfach an die Wand hingeknallt. Konnte nicht mal richtig durchsetzen. Und daher war mein Fazit sehr mangelhaft. Aber das macht ja nichts, denn im nächsten Part kann es nur noch besser werden. Wenn es euch dieses Video gefallen hat, dann bitte Daumen hoch oder runter geben und wir sehen uns dann im Queen Cup wieder. Also dann Leute, bis dann und ciao.